Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf Hof Bergmann. Ja, was ist der nächste Eng im Tal? Ich habe noch gar nicht nachgeguckt. Ich habe jetzt den Rest schon eben noch von der Fläche runtergeheizt, dass das fertig ist. Dass wir uns jetzt mal anderen Aufgaben widmen können, ne? Mal gucken, was gleich Phase ist. Ich schätze. Svenny, ganz ruhig. Rückwärtsgang rein. Dann musst du bestimmt auch wieder Stroh in den Stall. Nicht alles im Kompost, ja auch mal bei den Stall. Ah ne, ging das hier nur mit Einstreuer oder warum haben wir einen Einstreuer? Wisst ihr das noch? Ich weiß das gerade gar nicht. Ja, lange Rede, gar keinen Sinn, ne? Ich habe die Nacht. Das nächste Ingemtag. Und ich habe noch nicht nachgeguckt, was die Phase ist. Hier müssen wir, glaube ich, misten. Oh, wir haben ein Abkürzungssymbol, das ist gut. Wenn den richtigen Knopf. Ich drücke immer auf die Seitenkonsole und dabei ist das ja. Eigentlich nicht richtig, ne? Wir sind im 17er. So, was ist hier vor sich? Oh, unsere Flächen sind alle erntereif, ne? Heida nei, da müssen wir jetzt gleich wohl mal Gas geben. Das haben wir. Ich muss hier weiter. Ja, Kreide haben wir immer noch, ne? Kraftfutter fehlt ein bisschen beim Kuhstall. Wie sieht bei den anderen aus? Geht's so weiter? Noch weiter? Okay. Da wird gar nichts angezeigt, Hühner und so. Das geht jetzt noch. Der läuft ja noch, der Dings. 99%, ey, was willst du mehr? Da brauchen wir uns jetzt erstmal nicht so drum kümmern. Wir sollten jetzt erst unsere Fläche eben düngen. Ihr habt's gesehen, ne? Wir haben ordentlich Kompost gemacht. Hey, nein, nein! Hier anmachen! Lieber Lona, ich zeig dir das noch im Dorf mit der Gülle holen, du. Aber da haben wir jetzt brauchen wir keine Zeit für. Da ist das Fass. Das hängst du hinter. Ja, hinter ein Pferd. So, und dann fährst du im Dorf. Zeige ich dir eben. Falls wir da jetzt hinkommen. Wo ist das Dörfli? Hier, ne? Können wir doch hier hinhüppen. Fährst du mit dem Güllefass hier zum Beispiel hin. Hier an diesen. Der ist das, ne? Klärgrube. Da Güllegrube. Sechs. Oh, die müssen wir wieder leer machen. Drückst eher und dann füllt sich dein Güllefass auf, das Zuhammer. Verstehst du das? Und du musst hier im Dorf. Ich hoffe, ich habe das jetzt auch wirklich richtig verstanden. Hier im Dorf musst du überall gucken. Hier sind überall so kleine Güllepötte oder Klärgruben nennt man es auch. An den Häusern, da musst du mit dem Güllefass dann dran fahren. Das siehst du, ob die eine Klärgrube haben. Die haben, glaube ich, auch eine, ne? Oder? Ja, guck mal hier. Da. Da. Da fährst du auch mit dem Fass dran, drückst R und dann füllt sich dein Fass auf. Und das ist das ganze Hexenwerk mit dem Güllefass. Ne? Mehr ist das gar nicht, aber das musst du dann machen. Und dann läuft das. Du schwerst es doch gar nicht. Müssen wir fliegen? Ne, wenn wir fliegen müssen, haben wir ein Problem, ne? Ich hab schon schön Kalk rausgeschmissen, ne? Läuft das. Und das war's. Dann geht das auch. Glaubst du mir? Oh, ein Düngerstreuer. Wo ist denn mein Düngerstreuer? Wir haben 3 Düngestufen, ne? Dann müssen wir vorher düngen. Wo ist der Plan dahinter? Haben wir nicht an. Safety first. Wo steht denn mein Düngerstreuer? Wisst ihr das? Ich glaube, das steht hier vorne in der Hand, ne? Den nicht hier irgendwo rum? Ja, nehmen wir den doch so lange. Da, den da. Den hatte ich im Sinn. Ich hoffe, das hat dir jetzt geholfen, weil sonst weiß ich auch nicht, was du meinst. Da bin ich immer ganz ehrlich. Weil manchmal hilft es auch, mal ein bisschen mehr zu schreiben, wie nur 3 Sätze oder 3 Wörter. Ein ganzer Satz. Dann verstehe ich das auch. Nur so als kleinen Tipp, ne? Du musst. Oh, ich mach's wieder falsch, ne? Ja, war klar, das muss geflüchtet werden, ne?
Jetzt auch anders sein können. So, Abflug. Wir düngen aber jetzt. Ist noch was drinnen? Ja, 921 Liter. Dann reichen wir. Das düngen wir ihm ab. Dann stellen wir den Fiat da drauf an zum Flügen. Und ich glaube, wir kaufen uns den Tiefen noch mal, oder? Mit Vierscharflug ist der hier ewig drüber. Und ist nicht schlimm. Doch, ist eigentlich schlimm. Ja, wäre schlimm, aber... Gucken wir. Danke, Kollege. Oh, ich vergesse es immer wieder. So. Komm rein. Komm mal hinten, Klappe zu. Dann lass auf. Ich muss jetzt hier mal den Düngerwitis machen. Dass das ein Stissel ist, ne? Da erstmal nicht mehr nach gucken müssen, dann kann der nämlich hier wirklich anfangen zu fliegen und wir gehen in die Ernte. Die Tiere sind ja jetzt erst nicht so weit versorgt, wir müssen nur nach Hühnern und Enten gucken, aber die sollen ja wohl noch am Leben sein, ne? Dass wir hier echt mal fertig werden. Vor allen Dingen auch mal in eine Wertung kommen, ne? Das wäre gar nicht so einfach. Müssen wir auf jeden Fall machen. Hier düngen, dass wir fliegen können. Wenn wir fliegen, können wir nochmal düngen. Und dann noch ein Säen, dann haben wir nämlich alle drei Düngestufen. Und haben da keinen Stress mehr mit. Aber das Fliegen hier dauert bestimmt ewig. Falls der das überhaupt hinkriegt. Mit CP. Da sollte man wahrscheinlich vorher speichern, bevor man das. Startpunkt, ne? So, geht das auch heute noch weg, der Nebel? Das wäre ja echt Premium, ne? Guck mal, guck mal. Jetzt ziehst du auch gleich weg. Neun Nebel. Das ist ja super hier noch. So ist das, liebe Leute, ne? Irgendwas ist immer. Oh, diese hier. Dann können wir das später Kalk reinfüllen in den Dünnerstreuer, ne? Warum wir auch nicht mehr Dünner organisieren, wenn wir Kalk aus der Kalkmine. Das ist ja viel billiger. Glaube ich zumindest. Was wir wollen hier fahren. Hoffentlich müssen die ganzen anderen vielleicht nicht auch noch gefühlt werden. Ne? Aber dann wird. Oh, wir müssen an die Buttermaschine auch gleich noch nicht reinfüllen und so. Ja, ne? Ein Tag vorspulen, zack, bam, bumm, wieder nur zu tun. Füller aus dem Dorf holen. Flügen, ernten. Was geht raus? Was haben wir noch? Aber wir haben den Dünger auf der Fläche. Ist ja richtig gut gefahren, ne? Okay, so siehst du, wo du gleich noch hin musst. Nicht so schlimm. Ist ja nicht unser Ding. Ist ja da drin? Ja, 261 Liter noch. Ja, so eine Top-Ernte wird es natürlich nicht, ne? Wenn wir nur noch eine Düngestufe jetzt gedoppelt haben, du. Könnt wohl ein bisschen.
mir nicht so gut ausfallen. Formulieren wir so. Wie willst du es sonst formulieren? Ich hab keinen Plan, Leute. Nicht so gut passt am besten. Aber wir kommen auch langsam ins Ziel. Ins Hetzziel kommen. So, wo waren wir denn nicht? Und hat einer gesehen? Das ist hier schlecht, ne? Ganz ohne. Hier waren wir noch nicht. Da müssen wir noch lang, dann sind wir durch. Von innen süß ist gar nicht. Dann haben wir da aber einen Checkhorn hinter. Das ist schon mal ganz gut, ne? Oh, gibt nicht so schönes Wetter für die Ernte. Das reicht gerade, ne? Oh, und morgen nicht knapp, du. Morgen nicht knapp. Hab ich doch gesagt. Hast du ein Gewicht vorne dran? Ja. Hast du gleich ein Gewicht vorne dran haben? Ich hab sowas von gewusst, ne? Was ist das? Sag mal, hast du keine... Ich komme mit dieser blöden Maus nicht klar, ne? Hast du keine Fronthydraulik? Nee. Du musst jetzt so gehen. Stellen wir ihn hier hin. Nee. Lieber das Spiel. Jetzt wartest du jetzt so. Wir müssen plöggen. Wenn es denn klappt. Der Abflug. Eine Vorstufsmäßig eben hier worden. Nicht, dass ich hier nur Führerscheinverbot kriege oder so, ne? Und dann Hackengas. Korsolla! Vorankommen. Wie stellen wir erstmal hier hin? Oh, ah. So, mal eben speichern. Sicher ist sicher, ne? Drehen wir um den Flug. Halt mal eben an hier. So, wir haben Felderboard. Welches Feld ist denn? Zwei. Feld 2. 2,2 Meter, ist okay. Machen wir lieber 2,1. Aktuelle, automatisch. Vorgewinde. 5. Scharf. Wir fangen auf den Born an, weil dann können wir es nämlich zur Not selber machen. Und beten wir, dass alles klappt.
was geklappt oder nicht? Nee? Hat er was gesehen? Oh, hat geklappt, alles klar. Dann speichern wir. Feld 2 Flügen 3,1. So, dann würde ich sagen, du erster Wegpunkt, gib Schubrakete. Ich hab dich schon gewonnen. Nochmal hoch. Wir haben doch gesagt, erster Wegpunkt, oder nicht? Nee. Erster Wegpunkt. Hauptfahrer einstellen. Haben wir nicht gesagt, Vorgewende im Nachhinein? Alter, nein! Immer auf kackblöden Monitor. Kann's ja nicht sein, so weit. Ich hätte gedacht, wir haben gesagt. Wer jetzt? Sag mal, willst du mich ohne Piepe? Alter, nein, da krieg ich echt nicht. Da willst mich doch völlig... So, Leute. Ich weiß echt nicht, was der... Ich sag erstmal danke fürs Zugucken bis hierher, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen, bin ich ja ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal, und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich ja echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.